Uhr wurde der Löschzug Ost, der Feuerwehr Twistringen, zu einem Gebäudebrand alarmiert. Problematisch war, dass als Anschrift eine Adresse angegeben wurde, bei der sich der Brandort tatsächlich nicht befand. So ist die, das erste Fahrzeug an der Brandstelle vorbeigefahren. Das zweite Fahrzeug konnte von Weitem erkennen, dass es der Brand tatsächlich in Twistringen im Stadtgebiet war und hat dann umgehend den Löschangriff vorgenommen. Entdeckt wurde Qualm, der aus dem Dach der Schützenhalle kam. Es wurde ein Trupp im Innenangriff eingesetzt und ein Trupp im Außenangriff. Als das Dach geöffnet wurde, kamen auch Flammen empor. Das Gebäude oder die Einsatzstelle wurde gelöscht und konnte nach ca. 40 Minuten der Polizei übergeben werden. Die Feuerwehr musste sich den Zugang durch Einschlagen der Scheibe in der Tür verschaffen, aber durch das schnelle Eingreifen konnte größere Schaden verhindert werden. Der Löschzug Ost war als erstes da. Es wurde dann noch die Feuerwehr Heiligenloh nachalarmiert, da die Werbebildkamera benötigt wurde, um zu sehen, ob noch genug Nester vorhanden sind. Und insgesamt sind 36 Einsatzkräfte im Einsatz gewesen.